Bin etwas enttäuscht, dass es so ein knapper Rift hier geworden ist. Ich glaube, ich habe eine Gabe gefunden. Eine Ramaladin. Ja, da tatsächlich. Vielleicht, ja, wenn du mir noch ein paar Aufwertungen spendierst für meinen Stein, dann könnte ich mich erkenntlich zeigen. Boah, dreimal. Oder brauchen wir vielleicht nur noch einen zu laufen? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, doch, eigentlich schon. Habt eure Prüfung bestanden. Aber nicht so besonders berauschend, leider. Oh, was haben wir hier? Noch einmal einen Bombenschützenrucksack. Natalia. Morgendämmerung, da habe ich schon mal eine richtig geile gefunden. Stellt sofort sehen, Widerstand gegen alle Schadensarten. Oh, jetzt habe ich schon drei Gaben. Sehr schön. Was haben wir hier? Arkanenschaden, ne? Können wir vercuben, falls ich nicht schon eins. Ach doch, habe ich schon eins. Sogar ein uraltes, ne? Dann nehme ich lieber das. Zum Vercuben. Uiuiui. Brauche ich eigentlich nicht. Sagt mir was. Sagt mir was, sagt mir was. Ich weiß nicht, ob er TS hatte. Muss ich ihn nachher mal anfragen. Aber erstmal macht man noch unsere Season-Reise zu Ende. Diese Wirbelwindviecher mag ich übrigens auch nicht. Ah, Skelette im Rift sind schon mal ganz gut. Oh, Hammerfürst. Das ist ja voll der Hammerfürst. Dreh dich nicht zu weit, mein Freund. Willst du doch nicht eine einfangen? Boah, diese Wirbelviecher, ey. Überall. Denn hier immer Gift. Alter, wie viele Arkane willst du mir denn hier um die Ohren hauen? Kannst du keinem erzählen. Mit Mauer. Was sind das für Kackfähigkeiten?
ganz schön weit zurückgedrängt in diesem engen Tunnel hier. Jetzt nicht den Freitod auslösen, bitte. Den brauche ich dann noch, wenn ein paar richtig fiese Viecher kommen. Ach, die Bogenschützen haben mich zwischendrin wahrscheinlich immer mal getroffen. Schon gewundert, warum ich immer mein Leben verloren habe, ohne dass ich was gesehen habe. Ja, die sind auch schlecht zu sehen, die Pfeile. Diese Wirbelviecher halten aber auch einiges aus, muss man sagen. Respekt. Finsternis erwartet euch. Oh, da ist noch mal ein Gelber hier. Wird denn gleich? Na, na, ich komme nicht raus. Ich fühle mich gestärkt. Ich wollte aber jetzt auch nicht durch die Tür gehen, weil ich nicht weiß, was dahinter noch für Viecher kommt. Was? Was hat er da für Aufseher, oder? War das der Aufseher, der da manchmal so reingeht? Zwirbelt hat. Ach, der Kiter. Ja, ich habe gleich meine Season-Reise abgeschlossen, dann kann ich dir eventuell auch noch ein bisschen weiterhelfen. Falls du das wünschst. Wow, hahaha. Dass die Viecher aber auch so stark gepanzert sind. Das denkt man manchmal gar nicht von diesen Wirbelviechern. Hier kommen wir doch wieder zurück. Scheiße. Da ist noch einer. Puh, zieht sich mal wieder in die Länge hier mit den Viechern. Oh, Verbindung. Nett. Oh, 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 was haben die denn alles? Die sind doch schnell, oder? Ja, musst ja nicht in TS reingehen. Ist ja, zwingt einen ja keiner. Ich verliere
Oh, das läuft etwas besser als der vorige, aber es zieht sich trotzdem noch ganz schön. Das ist wieder mal nicht so ein schönes Level, wo man seine Türme richtig gut ausleben kann. Deswegen werde ich aber dann auch umstellen auf den unheilige Essenz-Bild wahrscheinlich. Zum einen wegen Speedfarm und zum anderen, weil man da nicht so die Türme ständig überall aufstellen muss und achten muss, wo man die hinstellt und alles. Upsi, zu weit gesprungen. Oh. Nee, war klar, dass die mich jetzt ankotzen müssen. Ich konnte nicht mehr rückspringen. Ich muss erstmal wieder warten, bis ich meine Türme alle aufgestellt habe. Also irgendwo ein gelber hinten. Mit irgendwelchen hässlichen Mörserfähigkeiten? Ne, das macht er von alleine. Ne? Das ist die Fähigkeit von den Charakteren hier. Von den Bezwingern, die werfen das Zeug. Braucht er gar keinen Mörser dazu, der macht mich auch so fertig mit Mörser. Alter, was war denn das? Ach, das ist der Gelbe, der dazugehört. Wieso kam der nicht gleich? Kommt der denn her? Der kam nur von oben. Der kommt erst, wenn man die Minions besiegt hat. Wie gemein ist das denn? Oh, mit allerhand Bodeneffekten, genauso wie man es liebt. Habe ich meine Zeit mit den Minions vergeudet und musste dann nochmal extra den Gelben killen. So gehört sich das. Und schon wieder liegen wir beschissen in der Zeit. Könnte viel besser sein, wenn der Rift schöner wäre. Aber den Rift-Boss sollten wir trotzdem noch in der Zeit down kriegen. Haben wir hier mal irgendwas Blaues? Ja, aber nur dicke. Nur dicke Blaue, nur dicke. Ich hasse sie. Kann auch nicht rausspringen. Warum sollte ich auch? Wäre ja alles so einfach, wenn man einfach rausspringen könnte. Meine Latenz sieht doch ganz gut aus. Liegt bestimmt wieder an den Effekten dann, wenn es ein bisschen ruckelt hier. So springe ich ja eigentlich so wild rum. Verstehe ich selber gerade gar nicht. Ich muss mich erholen. Na, genau reingelaufen. Sollte halt Shift drücken, ne?
Wenn ich jetzt dreimal Fehlschlag bekomme, dann weine ich. Aber natürlich nur echte Männer drehen. Doch ganz gut. Juhu. Dreimal hat das gemacht. Hätte ich ja schon fast einen aufgewerteten Rift nehmen können. So, jetzt kann ich mich ja eigentlich zur Ruhe setzen. Kritischer Trefferschaden, 77 Abklingzeiten. Und Geschicklichkeit und Kältefertigkeiten. Der Zweihänder. Eine Einheit hatte ich doch schon mal letztens gefunden. Wo habe ich die hingetan? Die liegt erstmal hier ab, für den Fall der Fälle.